Ja, meine lieben Freunde, ihr seht schon, ich sehe auch ein bisschen anders aus. Ich habe heute mal das Conquest Texture Pack reingeschmissen. Ich zeige jetzt mal hier nicht so viel. Ich zeige jetzt mal überhaupt nichts von hinter mir. Ja, das ist Nordwehn, meine lieben Freunde. Wir haben immer noch die Folge 299, wahrscheinlich die letzte. Und zwar geht es dann mit Minecraft weiter. Ich habe mir das aufgeschrieben, am 28. November geht es mit Minecraft weiter, täglich. Da kommt die traurigsten Folgen. Am Montag natürlich die große Special-Folge und dann die nachfolgenden Teile dann ab Dienstag. Das werden dann wahrscheinlich in 10 Minuten Parts kommen. Und am Montag kommt eine Stunde, circa, oder 1,5 Stunden. Ich weiß noch nicht so wirklich, wie ich das mache, aber wir haben 4,5 Stunden aufgenommen und das werden wahrscheinlich schon ordentliche Parts werden. Vielleicht kommen auch Viertelstunden Parts oder gar 20 Minuten. Ich muss das nochmal genau angucken, wie viel das geworden ist. Ja, meine lieben Freunde, das Conquest Texture Pack, so sieht das Birkenholz aus und die Schrift, ja, die Zäune, die haben so, das zeige ich gleich mal im Großen und Ganzen hier, kann man das nämlich nicht so erkennen. So sehen die Cobblestones aus und das hier, das ist der Trampelpfad. Das schaut hier so aus und ich finde das mit den Connection, also ich habe ja Optifine drin, aber es connectet nicht miteinander. Okay, ist auch gut. Das Weizen und das Gras, das bewegt das Gras nicht, aber das Weizen bewegt sich ein bisschen. Ist Gewöhnungssache, würde ich sagen, ne? Aber es bewegt sich schon mal. Das Wasser schaut so aus. Wir gehen auch gleich nochmal zum Meer. Ich zeige das erstmal so. Hier ist die Kuhwiesen. Übrigens, ich habe hier nichts Großartiges angepflanzt, sondern das ist hier wirklich auch alles normales Gras. Also hier wächst eigentlich gar nichts drauf. In den Texture Pack ist es einfach mit hinzugefügt, dass er einfach ein bisschen mehr gedeiht. Sieht einfach ein bisschen mehr nach mehr Vegetation aus. So sehen die Fackeln aus übrigens. Ja, das Brot seht ihr auf dem einen Slot. Und das Laub sieht ein bisschen anders aus. Hier die Loks und also die Stämme und Bretter. Schaut ein wenig anders aus alles. Genau hier die Truhen, wo was drin ist. Hier ist Stein, Diorit, der Kies. Ne, das ist Granit. Granit ist das. Genau. Es schaut, wie gesagt, ein wenig. Hier habe ich ein bisschen Weihnachtsdekoration gemacht schon mal. Immer mal so eine Laterne zwischen. Genau. Das sind dann die Zauntore, ja? Okay, ja, müsste man dann umsetzen. Das ist der Nordwehn Tower. Und dort oben sieht man schon mal was, wenn ich jetzt ranzoome, diese Holzstufen, die haben so eine Abstufung, das sieht ein bisschen anders aus. Ne? Also, und das klappt nur bei Eichenholzstufen, bei den anderen klappt das nicht. Das Glas, das schaut so aus, das ist eine Tür, die ist aus Schwarzeichenholz und das ist hier, ich glaube, brauner Lehm, der schaut so aus. Der gelbe schaut so aus und ja, das ist da, glaube ich, der normale. So, ich gehe mal wieder runter. Immer mal ein paar Wollblöcke daneben. Hinten ist die Kapelle. Das ist blau gebrannter Ton hier. Da hinten ist Akazienholz. Das passt eigentlich perfekt hier ran. Ne? So perfekt. Ist auch ein bisschen random, man sieht's ja. Und das hier, das ist richtig modern eigentlich schon. Weiß nicht, ob das hier so hinpasst. Aber das ist das Schwarzeichenholz. Das Schwarzeichenholz. Zack. Das sind die Öfen. Und man sieht schon, dass es Conquest ist an diesem Logo. Logo. Genau. Hier ist noch ein Rahmen. Das ist dann der weiß gebrannte Lehm. Hier sind die Schafe. Lautstark. Guten Tag. Gärten Schafe hier. Der Tropenbaum. Es sieht von unten ein wenig skurril aus. Aber ihr könnt ja entscheiden, ob das Texture Pack bleiben soll oder ob es nicht bleiben soll und das OZ Pack bleibt. Also ich wäre definitiv fürs OZ Pack. Hier steht nur die 230. Das darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Hier sind die Zäune, die kann man mal zeigen. Hier ist auch ein Zauntor. Passt eigentlich perfekt hier rein. Hier ist ein Schwein. Das schaut dann so aus. Die Kühe haben wir auch schon gesehen. Hier sind die Sofoner, die hier drauf sind. Genau. Das ist ein Eisengolem, der macht so komische Geräusche. Ein Braustand, der schaut so aus. Finde ich eigentlich übelst cool, irgendwie das Design. Scheint richtig gut aufgelistet zu sein. Ein neues Lied, das kenne ich glaube ich noch nicht. Oder es kam lange nicht. Die Rahmen schauen so aus. Mit so ein bisschen Leder unten, wo das dann so draufsteht. Finde ich eigentlich eine richtig coole Sache. Vor allen Dingen hier schaut das Premium aus. Die Hunde, genau. Hier ist nochmal ein Schwein. Das Wasser. Okay, okay. An die Leiter ist alles so ein bisschen 3D gehalten. Natürlich hier jetzt, zumindest der Ofen ist 3D. Finde ich eigentlich relativ cool. Man kann ja mal hingucken. Das bemooste Stein. Wenn man die Truhen hier schauen. Die Dorfwohner schauen auch ein bisschen anders aus. Kann ich euch gleich sagen. Akaziensetzlinge. Das sind Pilze. Okay. Das ist Leder. Das sind Namensschilder. Birken und Tropenbäume. Das sind Fichtenbäume und Eichensetzlinge. Okay, okay. Und hier sind die Items. Schaut eigentlich ganz gut aus. Genau, gehen wir mal hier in die Innenstadt und da könnte es passieren, dass hier ein wenig kurz was nachgucken. So, zack, da könnte es ein wenig rumpoltern. Hier habe ich ein bisschen Teppich hingelegt. Oh ja, auf dem Markt ist ja irgendwie überhaupt nichts los. Ja, genau, die Map, die ist hier default, wie mit jedem Texture Pack. Und hier sind die Dorfbewohner. Die sehen alle ein bisschen komisch aus. Hier hat Enrico mir einen schönen Kuchen gestellt. Den wollte ich auch unbedingt mal komplett lassen. Weil ich weiß nicht, wenn ich den einmal anklicke, was da passiert. Ja, das schaut auch von innen ganz gut aus. Und hier liegen dann noch so ein paar Krümel rum. Das sieht eigentlich ganz schnieke aus. Das ist ein Kuchenblech übrigens. Das gibt es so nicht. Das wird automatisch mit dem Kuchen zusammen erstellt. Schaut eigentlich relativ gut aus, muss ich ehrlich zugeben. Hier habe ich ein bisschen orangenen Teppich hingelegt. Den kann ich ja mal wegmachen. Zack. Und mir ist aufgefallen, wenn ich hier Teppich hinlege auf den Trampelpfad, der geht irgendwie nicht kaputt. Der Trampelpfad zumindest. Wir haben jetzt hier 11 orangenen Teppiche und den können wir mal hier hinlegen. Wenn der nämlich zusammen connected. Schaut es nämlich irgendwann so aus. Und das gefällt mir eigentlich voll. Also die Teppiche könnte man vielleicht noch mit ins OZ-Pack nehmen. Wäre so eine kleine Sache. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein kleines Video dazu machen. Und dass wir hier ein bisschen produktiv werden. Gehen wir hier mal den Teppichpfad entlang. Wegen der 300. Folge hier ein bisschen Teppich hingelegt. So immer mal. Und der Kies schaut so aus. Und das Geräusch auch dazu. Wie wenn man hier in der Hand so Kieselsteine runterfallen lässt und die dann aufkommen, so hört sich das irgendwie an. Ah, hier das Bild. Ah, das sind dann Messer. Okay. Passt dort irgendwie überhaupt nicht hin. Ja, das OZ-Pack, ich habe das alles im OZ-Pack gebaut und da schaut das dann auch ein bisschen skurril aus, möchte ich meinen. Also vieles schaut skurril aus, vieles schaut auch ein bisschen besser aus. Aber es überwiegt nicht. Ich würde sagen, dass hier wirklich zu 90% oder zu 85% das OZ-Pack besser hinpasst als das Conquest Texture Pack, obwohl das Conquest Texture Pack auch mittelalterlicher gestaltet ist, aber man müsste eben komplett alles umbauen. Also nicht komplett alles, aber das meiste müsste man eben umbauen und das ist eben das Kriterium, was ich daran stelle. Das größte Kriterium, da verstehen mich wahrscheinlich auch alle, wenn ich das jetzt so äußere. Genau, zack. Dann haben wir hier den wunderschönen Sonnenuntergang. Ich kann mal ein wunderschönes Bild machen, aber guck doch mal die strahlende Farbe an von diesen, von dieser Farbe. Das ist doch herrlich, ist das doch. Ja, der Sandstein, der rote Sandstein, das wollte ich euch zeigen. Der rote Sandstein, ja. Und der Stein. Die Steintreppen schauen nämlich so aus. Mit so einem Bogen. Schaut ziemlich schön aus. So, jetzt wird es nämlich langsam Nacht. Und hier sind Seerosen. Der Cedric hat das Bett natürlich nicht mit, aber ich weiß, wo ein Bett ist. Mal ganz kurz hier einen kleinen Screenshot machen. So, zack. Kleinen Screenshot gemacht und ich gehe mal hier auf der Eva Maria schlafen. Nein. Sind wir denn alleine? Wo waren hier Betten? Die Kessel, die schauen noch übelst schön aus. Hier. Hier ist ein Bett. Super. Und die Betten, die schauen so aus. Schaut eigentlich richtig cool aus. Hier die gelben Scheiben. Mhm. Aber die Kessel, die schauen super aus. Guckt doch mal die 3D-Animation an. Die Melonen hier mit den Büps oben. Super. Genau. Wo wollte ich denn noch hin? Ich wollte einmal hier hin ins Birkenbiom. Zack. Wird eine etwas längere Folge hier. Ich wollte euch das wirklich alles zeigen, weil ihr seht auch hier, jeder Zaun sieht anders aus. Der Birkenzaun schaut nämlich anders aus, wie hier... Oh, das ist ein Setzling gewesen. Das schaut ja skurril aus. Guckt mal den Setzling an, oder? Ich setze mal hier. Na, ein wenig skurril. Nun ja. Das sind sozusagen die Birkentüren. Hier das Glas auf dem Boden. Ja. Schaut sehr modern aus, wiederum. Nicht so mittelalterlich. Okay. Gehen wir mal hier wieder weg. Aber das Haus, das hat irgendwie was, ne? Es schaut zwar ein wenig skurril aus, aber es hat was. Es hat was. Gehen wir mal nach Bergstetten. Zack, muss man glaube ich ein wenig länger laufen. Lol. Da ist ein Schwein drin. Ah, die Folge, wie gesagt, die wird etwas länger. Ich gucke, dass ich sie hier... Also, dass ich das Texture Pack größtenteils überall vorstelle. Okay, hier, ach, hier baut Enrico die Bahnschienen an. Ah, ja. Zack, 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 zack. Und schwuppdiwupp. Jetzt müsste es hier irgendwann mal nach links oder rechts weggehen, aber ich glaube mal... Hier das Eichenholz, super. Guck mal hier, so sehen die Schwarzeichenholzzäune aus. Schaut auch gut aus. Genau. Und hier hinten ist dann Bergstetten. Hier ist der Trampelpfad nach Nordwehn. Und hier ist... Bergstetten. So kleinen Felsen. Ich finde das eigentlich richtig schön, den Ort. Und da könnt ihr gleich mal hören, wie sich der S-Sound anhört. Und da hat was ziemlich Cooles. Könnte man einführen. Hier ist ein schönes weißes Ross. Und hier ist auch eine 3D-Animation. Schaut. Schön. Genau, das Banner. Von Hohenstein ist das. Das Banner von Hohenstein. Da ist der Träbellandbaum natürlich nicht verzeichnet. Und hier Ist das Erde? Das ist Erde. Da ist einfach mal so ein Baumstumpf. Oh, das schaut jetzt so aus. Hier sind die Dorfwohner und hier geht's rein. Ist natürlich jetzt noch nicht eingerichtet, wie ich gerade sehe. Aber ein schönes mittelalterliches Haus. Ich werde wahrscheinlich auch etwas kleinere Häuser in Zukunft bauen. Weil ja das Zentrum mit großen Häusern zu weit ausgepflastert ist und da werden auch so kleine, guckt euch dort oben, da kommt der Bogen so richtig gut zum Vorschein. Schaut, das war die Idee des Texture Pack Machers sozusagen. Ja, und ich wollte noch hier auf die, hier in die Festung rein, in die Burg. Da ist ein Pferd, das müsste von hier Enrico sein, genau. Zack, 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 hier ist wieder Fichtenholzzaun. Und nach dem Wegweiser müsste es jetzt hier so links hochgehen. Genau, da. Da ist der Burgeingang. Oder weiß nicht, was das für ein Eingang ist. Überall Schafe. Finde ich aber richtig cool gestaltet. Guckt euch das an. Also hat das schon wirklich sehr viel Mühe sich gegeben. Muss ich ehrlich zugeben. Oh, schaut euch das an. Ist doch ein Augenschmaus, ist das doch. Gerade im Baum in der Mitte, da schaut in den Texture Pack ja drin irgendwie so märchenhaft aus, oder? Hier brennt das Feuer. Ich war ja lange nicht mehr. Hat sich wirklich einiges getan. Na, guck mal hier oben. Aus blau gebrannten Lehm und hier Goldblöcken in der Mitte ist ein Diamantenblock, nehme ich an. Wunderhübsch. Ist auf der anderen Seite auch noch was? Gucken wir gleich mal. Ja, da geht's auch noch wohin. Ich war hier lange nicht mehr. Machen wir hier so ein kleines Let's Show, kann man sagen. Hier muss man ein Passwort eingeben. Das war leider falsch. Okay, da kommen wir jetzt nicht dahinter. Ich möchte ja auch nichts einreißen. Ein kleiner Lagerraum, super. Hier ging es irgendwie nach runter. Da können wir noch mal kurz runtergehen. Zack, 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 zack. Wir sind ja so wenig hier. Können wir das auch gerne mal tun. Der Leitern-Sound ist auch ganz schick. Der ist ganz schick. Ja, jetzt geht's hier noch mal runter. Hier sind Betten. Schick, schick. Genau. Hier sind dann die Sitzbänke. Und die Pistons. Ah, guck mal die Pistons an. Die haben ja so Gummi. Und das Gummi ist eingehakt, sodass die dann wieder reinfahren. Und das ist eine clevere Idee, ja. Das schaut super aus. Oh, hier ist bestimmt auch noch ein bisschen weitergearbeitet worden. Okay, auf der Werkbank liegen Zettel. Das ist auch random wahrscheinlich. Ich gehe da mal wieder ein bisschen hoch. Salam. Zack, zack, zack. Gehen wir wieder zurück zum Boot. Und dann gucken wir uns zum Schluss. Hier geht's raus. Gucken wir uns zum Schluss nochmal das Wüstenbiom an. Das Wüstenbiom sage ich schon. Das Dschungelbiom. Ich kann auch noch kurz einen Screenshot machen. So. Und so. Ich weiß nicht, ob ich das als Thumbnail nehme. Aber es sieht wirklich sehr märchenhaft aus. Ich werde da noch ein paar Effekte mit reinlegen. Gucken mal, ich schau mal, was ich machen kann. So ein paar märchenhafte Effekte. Bei ETS kann man das ja gleich in-game einstellen. Da schaut es noch ein bisschen besser aus. Ich kürze mal ab. Noch ist es nicht Nacht, aber ich habe kein Bett dabei. Scholz dabei? Ja, ich habe Holz dabei. Hallo Schafe. Also ich möchte gleich noch ein bisschen Essen haben. Guten Tag. Nummer 1. habt ihr hier noch mehr Schafe gesehen? Wo sind die jetzt alle hin? Sind die alle despawned? Da hinten. Zack, zack. 2 Wolle. Da oben. Wollt ihr mich jetzt trollen? Da oben sind noch welche. Das sollen gefälligst mal runterkommen. Ich kann mich ja auch gerne nach oben bauen. Aber es war eigentlich nicht meine Absicht. Komm, wo sind sie denn hier? Müssen doch hier irgendwo sein. Ah, hier. Zack. Zack. Ah, so hört sich der Fallschaden an. Haben wir wieder was gelernt. Zurück hier eine Werkbank hingestellt. Zack, zack. Da denkt es sich wahrscheinlich, wir warten hier. Und dabei waren das wir. So sieht das Bett in der Hand aus. Auch sehr schön. Nimmt die Werkbank mal wieder mit. Wir wollten abkürzen. Dahinter. Wir haben genug Brote. Wir haben Brote im Überfluss gerade. Schöne Musik gerade vom Opa spielt im Hintergrund. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ein bisschen weiter runter scrollen. Unter dem Reiter Musik, glaube ich. Nehme ich an. Weiß ich. Da ist eine Kuh, eine wilde Kuh. In dem Sonnenblumenbiom hier. Also die Sonnenblumen, die haben was. Also schnell der Lunsen hier. Schiene. Nicht viel verlegt. Hier ist eine Höhle. Hier ist so viel Kohle. Ich möchte die Kohle mitnehmen. Wir müssen bald wieder hier schlafen. Zack. Gehen wir da auf der Eva Maria? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich guck mal, ob es funktioniert. Nein. Wir haben jetzt ein Bett dabei. Zack. Machen wir die Luke zu. Und wir gehen ins Tafelberg-Biom, weil ich mit euch noch. Genau, das war das Wüstenbiom, was ich euch zeigen wollte. Zücken wir uns aber gleich mal hier das Bettchen. Legen uns erstmal hin. Zack. Genau, hier haben wir ein bisschen gefarmt. Man sieht, dass die Blöcke anders aussehen wie in der Stadt. Sieht man vollkommen. Ah, die Sonne, die schaut auch ein bisschen anders aus. Hier der rote Sand. Das ist ja hier gerade gebrannter Ton. Und das ist alles derselbe Ton hier. Das ist braun, das ist auch alles braun hier. Braun, 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 braun. So, wenn ich mit das abbaue, zack, habt ihr gesehen hier? Zack, zack. Wenn ich den Block hier nehme und setzen wir mal hier hin und dann tun wir den hier ransetzen, seht ihr diese Artenvielfalt, was sie da geschaffen haben? Übelst cool. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Jetzt hat sich wieder meine Flasche hier, ist ein bisschen in die Luft rausgegangen. Gut, da war das ja dazu. Möchte mich hier nicht so lange aufhalten. Noch schnell in das Dschungelbiom. Dass ich euch das hier zeigen kann. Das liebe Texture Pack. Und hier kann man runtergehen in die liebe Schlucht. Kann man hier ein bisschen was sehen. Na, ich kann euch ja mal zeigen, wie die Mobs ausschauen. Ist ein bisschen düster. Kann man hier runter? Ja, man kann runter. War ja noch nie unten. Guten Tag. Hat die Skelette und die Zombies. Wir kämpfen sich gerade selbstständig. Und die machen auch ganz coole Geräusche. Genau. So unten Kohle, das nimmt... Was ist das denn? Diorit. Okay. Ich bin sehr neugierig. Ich bin sehr neugierig. Ich probiere das mal oben aus. Ob das nur hier unten geht oder auch oben. Bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ist natürlich ein positiver Kritikpunkt, wenn man sowas hier bauen kann. Aber da müssten die anderen eben auch auf dieses Texture Pack umrüsten. Das haben auch alle. So, probiere ich das mal kurz hier aus. Zack. Ne, das war das Falsche. So. Einer geht so. 4. Ne, irgendwie funktioniert das nicht. Ich lasse es hier stehen und wir werden dann... Schade. Es geht wahrscheinlich nur ab einer bestimmten Höhe. Na gut. Gehen wir hier mal Line los. Da geht's dann nirgendwo hin. Korrekt. Ich mache die Folge heute mal ein bisschen hier strikter und schneller. Ja. Dass wir hier auch ein bisschen vorankommen. Hey. Das ist das liebe Tropenholz hier. Tropenholz. Schönes Tropenholz. So, grüner Teppich, lilaner Teppich. Ich muss ganz kurz was gucken. Meine lieben Freunde. Special-Ausgabe hier. Special-Ausgabe. Das ist eine Tropenholztür, so schaut sie auch aus. Ein bisschen wie so eine Brettertür. Ist ja warm draußen in den Dschungelbiomen und da geht das ja. So, das sind jetzt die Treppen. Jetzt kann ich das mal von nahen zeigen. Man kann da wirklich auch durchgucken. Hier ist roter und gelber Teppich. So schauen die aus. Wenn wir mal mehr Teppich haben... Ich wechsle gleich meine Welt, ich erstelle gleich meine Welt und da kann ich euch den Teppich nochmal zeigen. Ne, die Kakaobohnen. Wir können ja mal hochgehen. Komm, wir gehen mal nach oben. Und gucken uns mal den Dschungel an. Das sind Eichenholz und Dschungelzäune nebeneinander. So schaut der Dschungel aus, meine lieben Freunde. Nichts Großartiges, Besonderes, aber gut. Hier ist, das ist Ziegelstein, der rote Ziegelstein ist das. Geht bis runter, das ist hier der Abzug für den Ofen. So, meine Freunde, mir geht jetzt mal Special-Halsmäßig, aber wir sind ja drauf. Der Sonnenschein, die Annie und der Tomcat. Super. Abbrechen. Einzelspieler. So, können wir mal hier drauf gehen. Das ist auch mit der 1.11. Immer eine neue Welt, aber ich habe hier, glaube ich, irgendwo... Wo war denn das hier? 1.10. Hier ausgewählte Welt spielen. Nur Waypoints, ja. Genau. Gucken wir mal hier. Hier ist eine schöne Schlucht. Wir sind auch im Game Mode. So, da schaut der Sand aus. Ein bisschen hell, ne? Ein bisschen hell, aber ich gucke jetzt mal hier nach den Teppichen, die sind ja hier in dem Modus. Und da sieht man hier auch das Glas und die Teppiche wollte ich euch mal zeigen. Erstmal die hier. So, zack, 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 zack. Auch die Teppiche, das ist ein großes positives Ding, was man hier machen kann. So, zack, zack. Ja, das ist in Ordnung. Ich tue jetzt mal nebeneinander, tue die connecten. Oh, guck mal, wenn ich das noch größer mache, da ist das hier so. Cool, da muss ich mal mit den Weißen machen, da kommt vielleicht auch noch was. Nee, kommt nichts. Aber ihr seht, das schaut schon richtig gut aus. Richtig gut. Und so, das ist jetzt der Orange, ne? Achtung, zack, zack, zack. Oh ja. Der Orangene, der Rote. Oder nee, das ist Violett. Violett ist das. Ja, das schaut auch nicht schlecht aus. Das schaut nicht schlecht aus. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, wie bei den Türkisen kommt bei dem Blauen auch so kleine Verzierungen. Bei dem Gelben. Bei dem Gelben kommen auch Verzierungen, oder? Das kann man schnell so machen. Zack, zack, zack. Genau, bei den Gelben kommen auch Verzierungen. Hier bei dem Grünen, oder? Mir geht langsam die Fläche hier aus. Ich könnte das auch alle einfach wegmachen, ne? Der Grüne, das schaut auch nicht schlecht aus. Aber die Teppiche, die könnte man im OZ auch mit verwenden. Das könnte man einstellen. Das wäre, glaube ich, nicht das Problem. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und zum Schluss mal diesen hier noch. Das ist der schwarze, oder? Aber da. Zack. Genau. Und jetzt haben wir die. Und jetzt kommen wir noch hier ein paar andere. Der Türkise. Okay, den haben wir jetzt. Zack, zack, zack. Der Schwarze auf jeden Fall noch. Dieser. Und dieser. Endstab. Ja, guck mal, den gucken wir auch mal an. Und die Kronuspflanze schaut da auch ein bisschen anders aus. Vor allem der Drachenkopf, der schaut auch anders aus. Ja, gucken wir mal. Erstmal der schwarze Teppich, den tue ich jetzt einfach mal hier oben drauf. Oh, mit rotem Rand sogar. Der schaut interessant aus. Der schaut wirklich interessant aus. Ich tue jetzt einfach mal hier oben drauf. Immer eine Etage drauf. Der hat sehr viele Accessoires. Ja, der blaue. Oh ja, der schaut auch super aus. Der schaut auch super aus. Und der hat sogar wie die anderen zwei hier, der türkise und der hellblaue und der gelbe, der gelbe da hinten. Hier so kleine Verschnörgelungen drin. Das gefällt mir sehr. Ist nicht bei jedem. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Zum Beispiel der braune, der hatte so Vermaschungen wie die anderen alle. Und der grüne, der schaut auch nicht schlecht aus. Der dunkelgrüne ist das hier. Da unten ist der hellgrüne. Guck, der hat hier so diagonale Vermaschungen. Gibt es noch bei jemanden? Bei dem weißen ist das so. Genau. Wisst ihr mal. Es ist nicht alles gleich hier. Und der rote zum Schluss. Der hat auch so diagonale Vermaschungen. Also ihr seht, die Teppiche, die sind wirklich sehr empfehlenswert. Hier so Aladdin-Teppiche. Die sind wirklich sehr empfehlenswert. Und zum Schluss nochmal hier den Enderstab. Einfach so eine Laterne. Warte mal. Wo haben wir denn hier einen Baum? Baum. Hier, da. Guck mal. Ist das nicht herrlich? Ist doch perfekt, oder? Warte mal, da mache ich ein schönes Bildchen. Hier hin. Und welcher Teppich gefällt mir jetzt am besten? Ich nehme einfach mal diesen hier. Der schaut von der Farbe her so ein bisschen kräftig aus. Der schaut super aus. Also, ja. Stimmt. Mach ich einfach so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Geh mal in den Modus und drück mal ein bisschen S5. Nicht S5, sondern F5. So. Mal aus der Hand nehmen. Tue ich hier mal noch eine Werkbank hinstellen. Und den Plattenspieler, der schaut sehr interessant aus. Ja, könnte man ja so machen. Ne? Ich gehe jetzt nochmal hier. Nein, auch keinen Screenshot gemacht. Hier in diesen. Dankeschön. Und wieder ein klein wenig zurück. Ich bedanke mich vielmals. So. Und hier ein Plattenspieler. Oh, der schaut ja wirklich gut aus. Zack. Hier so ein paar Werkbänke hin. Zack. Und vielleicht noch ein kleines hier Gemälde. Hier ein Gemälde. Super. Die wird eine kleine Special-Folge hier. Ja. Ja, das passt besser. So. Nehmen wir mal hier. In Slot 7 drücken F1 und hier zweimal F5 und ich gehe ein kleines Stück zurück. Ne, in die Richtung. Mache hier ein kleines Thumbnail, meine lieben Freunde. Ja, das war's schon wieder mit Minecraft. Ich verabschiede mich und dann am 28.11. geht es dann weiter mit der Staffel 6 und der Folge 300. Freut euch schon mal drauf, es wird eine fette fette Folge. Heute war auch eine fette Folge und ich verabschiede mich ganz herzlich. Es ist Nacht und ich gehe jetzt rüber hier zum Stream. Hier streamt heute jemand, aber der Opa streamt heute hier 18 Uhr. Aber wenn ihr das Video seht, dann ist das schon längst vorbei. Aber vielleicht wart ihr ja dabei und ihr könnt euch freuen, dass ich das jetzt erwähnt habe. Na dann, meine lieben Freunde, ciao, ciao und wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Tschüss. Und vergesst nicht abzustimmen. Hey.